Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um den Kompressor. Das ist ein Device, das gehört zu den Dynamic Devices. Was das genau ist und wie ihr das benutzen könnt, das erkläre ich euch jetzt. Aber legen wir erstmal los. So, ich habe hier schon mal einen Kompressor reingeladen. Und ich habe hier, gehen wir da einfach mal schnell drüber, ich habe hier einen Ein-Ausschaltknopf, einen Preset-Knopf hier, dann den Name des Devices, dann hier habe ich wieder meine Fernsteuerung, die Remote Controls, die Modulatoren, die ich hier einfügen kann, dann habe ich hier einen Input-Regler für die Input-Lautstärke, ein Input-Gain, das heißt, ich kann einkommende Signale leiser oder lauter machen. Dann habe ich hier einen Threshold und der Threshold, kommen wir gleich dazu. Hier habe ich die Ratio, also die Ratio, wie stark mein Signal komprimiert wird. Dann ein Attack und ein Release, wie man das auch von der ADSR-Hüllkurve kennt. Hier habe ich noch die Anzeige, eine kleine, wie stark das Signal komprimiert wird. Das wird mir hier dynamisch angezeigt. Hier habe ich noch einen Output-Gain-Regler, das heißt, die Lautstärke kann ich hier nochmal anpassen, die dann aus diesem Device rausgeht. Ganze lauter oder leiser machen. Und ich habe ja noch einen Make-Up-Schalter und unten in der Statusleiste seht ihr hier unten, wenn ich da drüber gehe, Make-Up-Gain. Das heißt, das Device versucht automatisch das Signal, was reinkommt, die Lautstärke anzupassen, wie es danach rauskommt. Und ich kann eben durch Input und Output Gain nochmal Einfluss auf die Lautstärke nehmen. Das heißt, wie ein Signal komplett verarbeitet wird hier drin und wie es danach auch wieder rauskommt. So, generell zu Kompressoren sollte man sagen, eben es ist ein Dynamic-Device und Dynamic, wer das noch nicht so kennt oder noch nicht so ganz scharf umrissen hat. Dynamik ist im Prinzip nichts anderes als ein Lautstärkenunterschied. Das heißt, wenn ich einen großen Dynamikbereich habe, kann ich sehr leise Töne spielen und sehr laute Töne spielen. Ist der Dynamikbereich eingeschränkt, habe ich eine kleine Dynamik, dann sind alle Töne, die ich höre, ungefähr gleich laut. Also in so einem gleichen Bereich von Lautstärke oder ein bisschen größer oder sowas. Ein gutes Beispiel für Musik, die einen großen Dynamikbereich hat oder Dynamikumfang hat, ist Klassik. In Klassik, wenn man Klassik hört, gibt es manchmal sehr leise Stellen und manchmal extrem laute Stellen. So von Pianissimo bis Fortissimo. Und dann gibt es Musikgenre, wie zum Beispiel Popmusik, die zielt darauf ab, eine gute Lautstärke zu haben, nenne ich das jetzt mal. Das heißt, dass alles ähnlich laut ist. Jetzt nicht alles gleich laut, aber ähnlich laut, sodass man das in Umgebungen, die halt geräuschvoll sind, das heißt zum Beispiel Küche, Autofahren, draußen, wo auch immer, wo ich Nebengeräusche habe, die quasi mein Hören stören, dass da die Musik und zum Beispiel auch der Sänger oder Sängerin gut durchkommen. Denn wenn ich in der Küche Geräte anmache und die sind einfach laut und ich höre Klassik, dann höre ich zum Beispiel die leisen Stellen überhaupt gar nicht mehr. Das passiert mir bei Popmusik eher nicht. Also das heißt, natürlich stören Geräusche dann die Musik. Aber ich sag mal, man kann die Musik immer noch besser erkennen und bekommt mit, dass Musik läuft. Bei leisen Stellen der Klassik denke ich, okay, die haben Pause gemacht, sind essen gegangen, kommen dann wieder, wenn die Pauke einsetzt, so ungefähr. Und dieser Dynamikbereich, den kann ich durch Kompressoren komprimieren, deshalb auch Kompressor. So, und dieser Kompressor in Bitwig ist ein sogenannter Downward-Kompressor. Es gibt Downward- und Upward-Kompressoren, das heißt Downward macht laute Signale leiser oder dämpft laute Signale, komprimiert laute Signale. Und ein Upward-Kompressor macht leise Signale lauter. Und damit zeige ich ja schon, der Dynamikbereich wird kleiner, wird komprimiert.
Und der Kompressor, wie gesagt, ist ein Downward-Kompressor, also laute Signale leiser, damit ich zum Beispiel ein Signal, einen Audioclip, den ich habe, der unterschiedliche Lautstärken hat und ich sage, ich will das alles so auf einer Lautstärke haben, kann ich die lauten Signale einfach leiser machen. Ich habe hier jetzt zum Beispiel einen Clip von einem Musiker, der hatte Party gemacht und ich habe den gebeten, spiel mir doch einfach mal ein paar Akkorde ein und die sollen bitte alle gleich laut sein. Das hat er gemacht, ist dann wieder gegangen und ich habe jetzt folgendes Ergebnis. Also er hat da so einen Rhythmus, wo er mit muss. Auf jeden Fall ist das nicht gleiche Lautstärke. Und ich kann jetzt natürlich hingehen, kann den Clip bearbeiten, hier mit Gain und kann jetzt so die einzelnen Lautstärken versuchen, händisch irgendwie anzupassen, sodass das alles ungefähr eine gleiche Lautstärke hat. Ich kann aber eben auch einen Kompressor nehmen, den einschalten und kann jetzt mal gucken, okay, was gibt dieser Clip für ein Signal ab? Lautstärke-Input ist okay. Den Threshold mache ich ungefähr hierhin. Und das Ratio sollte ich nochmal erklären, beziehungsweise der Threshold ist da, den setze ich an den Punkt, wo ich möchte, wo mein Kompressor anfangen soll zu arbeiten. Und das Ratio, also das Ratio, das sehen wir hier, fängt an mit 1 zu 1. Und zum Beispiel kann ich das auf 2 zu 1 stellen oder noch höher auf circa 10 zu 1. Und dieses Verhältnis, dieses Ratio, das sagt nichts anderes. Jetzt zum Beispiel hier bei 10 zu 1. Wenn ich hier ein Signal habe, was 20 dB hier drüber schießt und ich habe ein Ratio von 10 zu 1, dann werden die 20 dB, die hier drüber schießen, durch 10 geteilt. Das heißt, 20 durch 10 macht 2 und dieses Signal, bei diesem Signal kommt über diesem Threshold dann nur noch plus 2 dB an. Das heißt, aus diesen 20 dB sind dann nur noch 2 dB übrig geblieben. Und das macht dieser Ratio, in dem Fall 10 zu 1. Oder ich mache das einfach weniger, 1,5 zu 1 oder Infinity, dann habe ich quasi einen Limiter. So, und im Prinzip möchte ich das jetzt eigentlich schon fast haben, so einen Limiter. Und habe hier jetzt noch meine Attack und Release, wo ich sagen kann, okay, mit dem Threshold habe ich ja bestimmt, an welchem Punkt, an welcher Signallautstärke der Kompressor anfangen soll zu arbeiten. Und mit dem Attack sage ich, okay, und wenn jetzt ein lautes Signal reinkommt, dann vielleicht nicht sofort, weil ich möchte das laute Signal unter Umständen sogar haben. Aber kurz danach bitte, mach wieder leiser, weil das soll nur so kurz reinknallen und dann soll so ein bisschen abklingen und wenn was drumherum ist, soll eher das hörbar sein. Und mit dem Release sage ich dann halt auch so, okay, diese Absenkung der Lautstärke soll halt dann noch bis zu 1,4 Sekunden lang anhalten, bevor dann quasi der Kompressor wieder aufmacht. So, wenn ich denn so lang auseinanderliegende Signale habe. So, und wenn ich jetzt dieses Signal hier nehme, jetzt spiele ich einfach mal rum und versuche mal dieses Signal oder diesen Clip gleich laut zu machen mit dem Kompressor. Setze ich den Attack hoch. Dann kriege ich wieder die unterschiedlichen Lautstärken, die möchte ich ja gar nicht haben. Also Attack runter, der soll sofort anspringen, wenn irgendwas lauter ist als mein Threshold. Dann setze ich noch die Release hoch. Dann wird das Ganze auch so ein bisschen ruhiger. Das heißt, habe ich das Release unten, springt der Kompressor sofort an. Wenn das Signal drunter fällt, hört er sofort auf. Und mit dem Release sage ich einfach, okay, wenn du angesprungen bist, dann halte das noch eine Weile und sinkt dann langsam ab. So, und jetzt habe ich ein Signal. Das wenigstens gleich laut ist. Ich habe natürlich vom Anschlag her, habe ich
habe ich einen unterschiedlichen Charakter des Sounds. Das kann ich jetzt durch einen Kompressor nicht ändern, aber ich habe wenigstens eine gleiche Lautstärke. Und damit kann ich dann in einem Song arbeiten. So, und generell macht man das eigentlich mit Audioclips. Ich kann das aber auch natürlich mit MIDI-Clips machen, die einen Sound erzeugen, wie zum Beispiel dieses Hi-Hat. Und was ich hier noch schön zeigen kann mit dem Kompressor, einfach nochmal, um zu zeigen, was so ein Kompressor macht. Ich habe hier so einen MIDI-Clip und wenn ich mir jetzt hier diese Velocities, also die Anschlaglautstärke hier anzeige, dann fliegen die hier quer durchs Spektrum. So, und ich kann mir das hier anzeigen über den Inspektor hier mit diesem Velocity und sehe jetzt hier ganz genau, das ist hier die Breite des Fensters, ist die Lautstärke, das ist die Dynamik. Ich habe hier auf der linken Seite habe ich ganz leise bis stumm und auf der rechten Seite habe ich Maximallautstärke. So. Und in diesem Dynamikumfang hier ist mein Hi-Hat verteilt. So, und ein Kompressor macht jetzt nichts anderes, als diesen Dynamikumfang, diesen Spread, jetzt einfach zu verkleinern. Er drückt das zusammen. Und mit dem Output-Gain oder dem Make-up-Gain kann ich das Ganze dann noch zum Beispiel lauter machen oder leiser machen. Man sieht es schön an der Velocity und an den Werten, die ich hier habe. Wenn ich den Spread zum Beispiel weiter auseinander mache, dann habe ich auch einen höheren Dynamikumfang. So kann ich hier richtig schön auseinanderziehen. So, in echt hört sich das dann so an. Habe ich jetzt den Kompressor an? Nee. Ein bisschen sehr leise gerade. Ach so, weil es generell sehr leise ist. So, das ist mein Dynamikumfang. Mein großer Dynamikumfang. So, und jetzt mache ich einfach den Spread kleiner. Und jetzt habe ich nur noch eine Lautstärke. Also das wäre jetzt im Extremfall von einem Kompressor. So, jetzt muss ich hier wieder ein bisschen Chaos stiften. Und könnte jetzt den Dynamikumfang wieder vergrößern oder wieder verkleinern. Ich finde, das zeigt ganz gut im Prinzip, was so ein Kompressor macht. Also so auf jeden Fall so ein Downward-Kompressor. So. Und standardmäßig sollte man noch sagen, zusammen mit einem Kompressor wird auch immer eine Sidechain erwähnt. Und die wurde klassisch damals eben gemacht, um zu sagen, okay, wenn ich ein Instrument habe, das man auf jeden Fall hören soll, ein anderes Instrument spielt zur gleichen Zeit, ungefähr auf der gleichen Frequenzlänge oder auf der gleichen Frequenz, dann soll das eine quasi in der Lautstärke abgedämpft werden. Da hat man früher einfach einen Kompressor genommen, weil da gab es einfach eine Sidechain, also noch einen zusätzlichen Input hier, den man benutzt hat, damit zum Beispiel eine Kick, eine Bass ducken, also ducken konnte von der Lautstärke her, sodass die quasi für uns hörbar eigentlich gleich gespielt haben. Man hört aber eher so die Kickdrum rauskommen und dann später den Bass und das fügte sich alles so nahtlos ineinander ein. Heutzutage nimmt man eher nicht einen Kompressor dafür, sondern eher einen Tool-Device oder in anderen DAWs heißen die anderen Utility in Ableton. Oder man nimmt einen EQ und zum Beispiel duckt nur die Frequenzen weg, die sich überlappen. Und hat dann in einem Song hört man das zum Teil einfach nur dadurch, dass ein Sound wesentlich klarer und die Instrumente wesentlich klarer durchkommen, aber man hört kein Lautstärken pumpen oder irgendwie sowas in der Richtung. So, das war es jetzt zu diesem Kompressor.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch so ein paar Informationen gegeben, für was das Ding eigentlich ganz gut ist. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, teilt das Video weiter, erzählt von dem Kanal, kommentiert gerne, schreibt mir gerne Fragen. Ich finde es immer ganz klasse, wenn jemand noch Fragen hat oder vielleicht auch Ideen für bestimmte Dinge, die ich dann hier auch als Tutorial vielleicht umsetzen kann oder als Practice Session oder vielleicht auch wieder mal in einem Livestream. Würde mich einfach sehr freuen, wenn da so Feedback von euch kommt. Was euch auf der Seele liegt, fragt einfach nach. Wenn ich es beantworten kann, beantworte ich es. Wenn nicht, versuche ich es rauszufinden. Wenn ich es nicht rausfinden kann, dann bin ich auch ehrlich genug und sage, ich weiß es einfach nicht. Aber vielleicht können wir es dann einfach zusammen rausfinden. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.